Und weiter geht's mit Ratchet & Clank, A Crack in Time. Ich habe die Musik mal auf einen Punkt runtergedreht. Wir werden jetzt beim Fliegen kein Radio mehr hören, weil die urheberrechtlich geschützt ist. Wie ich feststellen durfte. Ich habe keinen Strike bekommen, aber einen Urheberrechtshinweis. Deswegen habe ich die eine Folge den Ton rausgemacht. Sicher ist sicher. Und wir fliegen jetzt auf den Planeten Torren 4, um Azimuth zu treffen. Oder zu finden, eher gesagt. Bevor wir uns hier umgucken. Torren 4, landen. Zwei Sony und ein Konstruktor-Update gibt's da. Gut. Ratchet wurde irrtümlich auf den Elsterm Azimuth gehalten. Azimuth ist ein Rebell, der Dr. Nefarious und seinen Söldner Schwierigkeiten bereitet hat. Entschlossen, Clanks genau Position in Erfahrung zu bringen, muss sich Ratchet nun nach Torren 4 aufmachen. Er hofft, dort den mysteriösen Gesetzlosen zu finden. Punkt, Punkt, Punkt. Augenblick. Eins, zwei, drei. Es kann sein, dass wir gerade großen Ton hatten. Ich musste meinen Ton einstellen, richtig. Ich hatte den gerade noch lauter. Melden. Ich bin auf Torren 4 gelandet. Wissen die Fongoiden, wo ich Azimuth finde? Ja. Ottingham, so und so sagt, dass er angeblich in den Ruinen des Wolgram-Passes lebt. Okay. Wolgram-Pass. Okay, vielleicht kann mir hier jemand den richtigen Weg weisen. Versuch noch etwas herauszufinden. Ich melde mich. Ich habe eine getarnte Kiste entdeckt. Ende. Hey, da ist ein Bolt drin, das weiß ich noch. Da sind mehr getarnte Kisten. Ich weiß auch schon, wie man da rankommt. Jetzt nicht. Aber da hinten geht's lang, das habe ich schon gesehen. Hoppala, eine neue Aufnahmesession hat begonnen. Die ersten 6 Folgen habe ich am Stück aufgenommen gehabt. Und jetzt mal schauen, wie viel ich jetzt aufnehme. Schätzbar, es werden 4. Pass doch rüber, danke. Das Kinect-Teil ist auf jeden Fall besser als im vorigen Teil, in Quest for Booty. Das haben sie definitiv besser. Bist du? Darf ich mit dir reden? Hey, ein Fremder. Hallo. Sei gegrüßt, Fremder. Was führt dich nach Molonot? Ich will zum Wolkram-Pass. Ich will mir ein paar Sehenswürdigkeiten ansehen. Komm, machen wir das mal. Ein Tourist wie? Tja, hier gibt es nichts als die Ruinen einer uralten, eingeäscherten Fongoidenstadt. Aber wenn du darauf bestehst, kannst du den Wächter um Eintritt zur Grotte bitten. Das ist das Kronjuwel unserer Zivilisation. Kronjuwel? Was ist das hier für ein Ort? Ein Ort der Wiedergeburt. Der Müll des einen wird der Schatz des anderen. So wie die Ruinen von Molonot. Vor Äonen gaben die dekadenten Fongoiden ihre Stadt auf, schworen der Technologie ab und lebten von da an in der Wildnis. Mhm. Was weißt du über Flint Worslon? Er war der größte Krieger der Terraklone, bevor ihn eine Niederlage auf Zaurik seines Körpers beraubte. Jetzt ist er fast komplett mechanisch und verkauft seine Dienste an den Meistbietenden. Was weißt du über Dr. Nefarious? Oh ja, so einen Namen habe ich schon gehört. Es heißt, er sei in einem Feuerball gekommen, vielleicht ein Komet, und hätte den Bernelius-Sektor für sich beansprucht. Komet, war da nicht was? Er wurde auf Kometen von Ratchet & Clank nicht verbannt, sondern katapultiert beim Kampf und irgendeinem Ratchet & Clank-Teil von der Playstation. So, gehen wir hinüber. Waren jetzt nicht hier... Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Oh. Ich wusste es. Oh, Stufe 3. Ja, die Musik ist jetzt leise. Scheiße. Das tut mir leid. Mist. Dass man das Radio nicht selber ausstellen kann. Das stört mich. Da ist noch so ein Typ hier am Leben. Da mache ich so und dann immer, wenn Musik kommt, muss ich halt wegdrücken. Darf ich keine Musik laufen lassen. Wenn sie kommt, muss ich halt ins Menü gehen. Ich mag schon dieses Geräusch, wenn das Update kommt. Wie heißt denn, wenn der Hinweis kommt? Hey, deine Waffe ist erhöht. Alter, der hält 2 Bomben aus. Muss mich verarschen. So. Hey, du.
Oh, ich bin tot. Hallo, wer bist du denn? Halt, Unbekannter. Was hast du in der Grotte zu suchen? Ich suche den Wolgram-Pass. Wolgram-Pass. Wo der Verbannte lebt. Das liegt hinter dieser Grotte. Aber wir gewähren Fremden keinen Zutritt. Du musst ihn selbst finden. Selber finden? Da war auf jeden Fall ein Typ hier drin, der das gesteuert hat. Habe ich genau gesehen. Find den Weg zum Wolgram-Pass. Ratchet, bitte kommen. Einer der Funkoiden hat mir von einem Volk brutaler Krieger erzählt, die Nefarius wohl hassen. Sie heißen Agochiana. Ich fliege jetzt hin, um mit ihnen zu reden. Quark, ich halte das nicht für eine gute Idee. Normalerweise hättest du recht, aber die Fungoiden wollen, dass ich möglichst bald fliege. Sie haben die Agochianer sogar dafür bezahlt, mich abzuholen. Oder? Ich melde mich wieder. Quark, du Idiot. Ende. Ich weiß, was die Arugana? Dieses Volk auf jeden Fall ist, was Dr. Nefarius hasst. Das ist böse. Böse. Man weiß das auch aus dem Grund, weil es mal in einem Werbefilm kam, aber ich weiß nicht, ob der kam. Ach, den musste ich auch rausschneiden in der zweiten Folge. Hoppala. Die Werbefilme von den Waffen. Da kam ein Video hin, Hinweis, dass mir die Bilder nicht gehören. Weil das, wie heißt denn, Sony gehört. Und ich mag keine Urheberrechtshinweise auf meinem Kanal, also habe ich es lieber rausgeschnitten. Ich habe 2 Stück und die reichen mir. Willkommen, Fremder. Entschuldige die Umstände, aber wir schützen unsere Anlage gern vor dem neugierigen Blick der galaktischen Behörden. Komm, du hast dich als würdig erwiesen. Der Wolgram-Pass liegt auf der anderen Seite der Grotte. Aber du musst wissen, dass dort ein gefährlicher Verbannter lebt. Die meisten von uns halten sich von ihm fern. Wieso? Was hat er getan? Oh, weißt du, einen von Nefarius Transporten angegriffen. Farcelons Außenposten in Kartas gesprengt. Ach, der übliche Rebellenkram. Ich kann laufen. Ich hab grad zwar noch Zwischensequenz. Ah, so, na bitte. Nein, ich will da nicht hoch. Tu mir den Gefallen und schnapp dir die Batteriebot, okay? Die Drecksdinger bleiben nie in ihrem Anschluss. Wunderbar. Gut gemacht, so. Jetzt öffnet sich das. Okay. Na scheiße. Die Batteriebots revoltieren. Alle Systeme sind außer Betrieb. Informiert die Zentrale. Sagt ihnen, wir haben einen Code F-13. Ohne Energie ist der Zugang zum Nein, ich möchte, dass sie draußen mir alles holen. Deine Glückssträhne endet hier, Fremder. Reise zur Grotte. Zur Spielegrotte? Gibt da noch andere Videoläden? Achtung, wir haben einen Code F-13. Abtrünnige Batteriebots in der Grotte entdeckt. Alle Arbeiter. Das kommt auch noch später. In 6 Monaten? Bitte was? Der Typ muss neu sein. Wir können auf jeden Fall neue Waffen kaufen, glaube ich. Name des Unheils. 16.000. Ich werde sicherheitshalber die Dinger nicht mehr abspielen, weil ich nicht weiß, wie YouTube darauf reagiert. Aber ich werde es doch nochmal versuchen. Wenn das rausgeschnitten ist, tut's mir leid. Der Dynamo des Unheils. Dies ist die Waffe für den energischen Abenteurer. Zahlenmäßig unterlegen? Kein Problem. Diese ferngesteuerte Kugel gleicht alles wieder aus. Einmal aktiviert, steuert man sie über das Schlachtfeld und schaltet den ganzen Haufen aus. Der Dynamo des Unheils. Erhältlich nur bei Grummelnet. Willkommen zurück, schön, Chef. Wird gekauft. Ach, ich liebe diese Filmchen. Falls ihr kein Filmchen gesehen habt, habe ich ihn rausgeschnitten, weil YouTube wieder rumgemeckert hat. Das gehört dir nicht. Ich höre ein Batteriebot. Wir haben die Boss alarmiert und das zum ersten Mal passiert. So. Haben die gehört? Nein. Wir müssen einfach. Komm her. Komm her. Komm her. Code F-13 verhindern sollen wir. Und hinein.
Danke. Dampfmaschine? Ich hab Angst, zurückzugehen. Wir haben jetzt den Dynamo des Unheils. Nee. Gut, es kommen noch andere Waffen. Ich hätte gerade nie... Ich weiß ja, wie es weitergeht. Das Spiel ist ja für mich nicht blind. Wir spielen es ja durch auf... Wir wollen es ja auf Platin bringen. Wenn ich das Spiel 4-5 Mal auf Platin gebracht habe, kenne ich es ja halt. Und ich hatte gerade ein bisschen die Missionen verwechselt. Noch ein 11-13. Noch einer. Kommt sowas öfters vor? Nichtsnutzige Batteriemods. Kostet nur Zeit und Geld. Geld? Komm her. Wo ist er denn? Sehen wir nicht mal. Oha. Komm her. Komm her. Jetzt habe ich ihn. Jetzt warte ich. Billing. Läuft. So, jetzt heißt es warten. Und hinüber, danke. Hey, ein Fremder. Das Nervigste hier ganz ist, dass sich alles wiederholt. Zum Anlass unseres dritten unfallfreien Arbeitstages in Folge servieren wir in der angestellten Cafeteria geröstete Kunst. Los, jetzt haben wir das alle sind willkommen. Annehmen. Zünder. Ladung. Letztendlich vernichtet Munition slavfrei, je nachdem, wie lange der Abzug gedrückt wird. Ne, wir bleiben einfach. Ich möchte das andere gern haben. Ich weiß nicht mal, was das andere ist, aber ich glaube, das mittlere war am besten. Bist du einer vom taktischen Einsatzteam? Ich habe hier einen abtrünnigen Massiv. Ich bin neu. Kannst du mir helfen? Ja. Und hinein. Das hätten wir geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Bevor wir wage dich in den Wolkrampass. So. Hören wir gleich den Dynamo des Unheils ausprobieren. Weil ich weiß, dass gleich ein paar Gegner kommen. Hallo, hopp. Ich habe immer das Problem, dass ich gerne mal zerdrückt würde. Ich mache es echt gerne mal, dass ich mich hier selber umbringe. Das ist der Dynamo des Unheils. Den steuere ich übrigens per Steuerung, also per Controller-Steuerung, indem ich den Controller bewege. Wenn ich nur treffen würde, wäre das echt vorteilhaft. Ach, ich könnte ja mal aufhören zu laden. Ich glaube die ganze Zeit kurz. Ah, stimmt, der wird ja riesig. Hab ich ja ganz vergessen. Entschuldigung. Die Nieserei, das tut mir unendlich leid. Aua. Nanotech Upgrade. Und Stufe 2 schon. Bitte was? Wie schnell ging das denn gerade, bitte? So, das hätten wir auch. Aber darüber wagen wir uns aber erst in der nächsten Folge von Ratchet & Clank A Crack in Time. Hier halte ich das alles immer unter 15 Minuten, die Folgen. Finde ich besser bei dem Spiel, weil das Spiel sonst sehr wenig Folgen hätte. Und ich mich totsuchte gerne mal. Aber egal, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns morgen wieder, wenn wir uns dem Wolkrampass komplett begeben werden und da hinten durchgehen werden. Tschüss, haut rein, euer Heinzelmann. Ciao.